Cabignon. Die haben mich in der Schule gefragt, wo ich herkomme. Dein Großvater kam in dieses Land, wo er gar niemanden kannte. Sein Kumpel hatte ihm erzählt von einer Arbeit, die er fand. Sein Schicksal nahm er in die Hand, als er auf den Wagen sprang. Die Fahrt war lang, doch für die Familie trat er sie gern an. Das sagt sich leicht, aber sich auf eine Reise machen, auf den Schritt dann einzulassen, Frau und Kind allein zu lassen, in einer Welt, wo ich die Sprache nicht spreche. Er sagte regelrecht nur ein Wort, ja zu dem Chef, aber sein Ziel war noch weit, am Arbeiten unter seinesgleichen. Wann wird die Familie endlich wieder vereint? Da war ich 17,5 und wir sind rübergekommen. Doch dieses Abenteuer habe ich nicht als Schüler begonnen, dafür war es schon zu spät. Damit man Armut überlebt, war für uns der Weg vorher bestimmt, arbeiten zu gehen, und wir haben uns bewegt und dann lernten wir auch Deutsch. Opa sagte immer wieder, wir sind hergekommen für euch. Er hat sehr vieles versäumt und wollte nichts Neues probieren. War leider noch im gleichen Job von 9 bis um 4. Doch im Gegensatz zu ihm hatten wir Freunde von hier, haben uns mit Deutschland identifiziert. Und dann kamt ihr, dritte Generation Gastarbeiter Gurbetschis, wo man eine 1 in Deutsch und Mathe auf dem Schulheft sieht. Vergessen nicht die Herkunft, weil sie hier in neuer Heimat sind. Ihr werdet es im Leben einmal deutlich weiterbringen. Die Vorurteile sind gar kein Thema, nein, du wirst Jahre später ein großer Arbeitgeber sein. Heute ist Opa tot und all das nahm er in Kauf. Und wir haben uns getraut, haben den Laden gekauft. Mein Traum war ein Stückchen Land von hier, Garten und Haus. Doch leider kann ich bei den Wahlen nicht raus. Aber du, Sohn, der war stolz, das ist was, wo ich mir sicher bin. Denn er kam mit nichts hier, sein Enkel darf jetzt mitbestimmen.